Herzlich willkommen bei Knit and Shine. Ja, es sind diesmal nicht mal 2 Wochen vergangen, seitdem ich das letzte Mal ein Filmchen hochgeladen habe. Und jetzt bin ich schon wieder da. Ja, es passt einfach heute so mit dem Aufnehmen. Einerseits ist es draußen grau, windig, regnerisch. Andererseits hat sich bei mir ein größeres Zeitfenster heute Nachmittag ergeben, als ich eigentlich erwartet habe. Und drittens habe ich wieder eine Menge zu zeigen. Also habe ich mir gedacht, warum länger warten? Außerdem habt ihr ja letztes Mal so fleißig kommentiert und ihr wisst ja, dass es deshalb heute was zu gewinnen gibt. Und da will ich euch auch nicht länger warten lassen. Ja, danke für alle eure Kommentare und danke auch für die neuen Abos, die dazugekommen sind. Das hat mich wieder sehr gefreut. Und ja, dann muss ich noch sagen, dass das eine Dauerwerbesendung ist, weil ich euch viel zeigen werde, was ihr nachkaufen könntet. Ganz einfach. Und eigentlich ist das ja ein Strick-Podcast. Und mein Name ist eigentlich Brigitte, viele nennen mich Biggi. Und ich wohne in Wien. Und stricke, handarbeite, ja, stricke und häkle eigentlich für mein Leben gerne. Und heute möchte ich aber, wie gesagt, mit den Kommentaren beginnen, weil ich so begeistert davon war, was ihr geschrieben habt. Ich habe euch ja gebeten, zu schreiben, was ihr von Jesus haltet, weil das ja jedes Mal irgendwo Thema bei mir ist. Egal, ob ihr geschrieben hättet, super, ich finde Jesus toll, oder ich kann eigentlich nichts mit ihm anfangen, ich weiß nicht, wer das ist. Ihr solltet einfach den Namen Jesus erwähnen, damit ihr einen von den beiden, wo habe ich sie hier, Wollsträngen gewinnen könnt, die ich für euch gefärbt habe. Und ja, heute wird es endlich soweit sein und ich werde euch jetzt auch nicht viel länger auf die Folter spannen, außer dass ich euch noch ein paar von diesen Kommentaren vorlese. Denn also, ich habe sie wirklich sehr berührend gefunden teilweise und ich danke euch sehr für eure Ehrlichkeit, für eure offenen Worte, für eure kurzen, eben berührenden Geschichten, die ihr teilweise dazu geschrieben habt. Und ja, dass ihr euch einfach darüber Gedanken gemacht habt und mir und uns, weil es kann sie ja jeder nachlesen, eben mitteilen wolltet, was ihr zu diesem Mann zu sagen habt. Und deshalb habe ich mir auch ein paar ausgedruckt, also das heißt, ich habe sie mir kopiert und dann ausgedruckt. Und da würde ich euch gerne ein bisschen was davon vorlesen, denn ich habe zwar gesagt, ich lese nichts vor, wenn ich dann verlose, also ich werde eben das nicht mit irgendwelchen von euren Namen verbinden, sondern mehr oder weniger kommentarlos vorlesen. Ja? Also ich möchte gerne auch auf euch wirken lassen, diese Worte. Und wie gesagt, sie sind bunt gemischt. Ich habe auch nicht eine bestimmte Reihenfolge eingehalten, sondern so, wie sie erschienen sind. Die neuesten kommen zuerst. Ich habe auch wirklich nicht alle da jetzt ausgedruckt. Und ja, einfach möchte ich euch eine Kostprobe geben und lasst es einfach mal auf euch wirken. Es gab sehr belastende Situationen, in denen ich um Hilfe gebeten habe, mir die Kraft zu geben, die Situation zu überwinden. Und was sage ich? Der Herr hat mir geholfen. In seiner Hand bin ich geborgen und geschützt. Jesus gehört zu meinem Leben. Ich glaube die Worte in der Bibel, denn es ist vieles geschehen und die Voraussagen werden sich auch erfüllen. Für mich ist Jesus der Eckstein, mein Fels, mein Retter, mein Freund und Erlöser. Aber er wird auch der Stolperstein sein für so manche. Ich hoffe, ich darf hier einen Tipp zu einer Serie abgeben, die neu gefilmt wurde und auf YouTube zu sehen ist. Sie ist sehr berührend und ich habe sie an einem Abend durchgesuchtet. The Chosen, Deutsch. Und The Chosen war für mich auch etwas Neues. Ich habe eben diesen Link bekommen und wir haben auch bei unserem Stricktreffen letzten Sonntag darüber gesprochen und diese Serie wurde mir eben auch empfohlen und
ich habe da jetzt ein bisschen auch was nachgelesen, was diese Serie auf sich hat. Nämlich The Chosen ist die erste Serienverfilmung über das Wirken von Jesus und darüber, wie drastisch sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Sie wurde über Crowdfunding finanziert und hat sich binnen kürzester Zeit zu einem Phänomen mit über 300 Millionen Zuschauern entwickelt. Die Serie zeigt einen derart menschlichen Jesus, wie man ihn bisher noch nicht gesehen hat. Warmherzig, humorvoll, einladend. Und so unwiderstehlich göttlich, dass man begreift, warum die Menschen alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen. The Chosen ist auf 7 Staffeln angelegt, von denen die erste nun erhältlich ist. Staffel 1 zeigt Jesus in 8 Folgen, vor allem durch die Augen der Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Denn durch die Begegnung mit ihm wird für sie alles anders. Für Maria Magdalena, die von ihren inneren Dämonen fast zum Selbstmord getrieben wird. Für den Fischer Simon, der sich in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Für den Gelehrten Nikodemus, der sein gesamtes theologisches Wissen plötzlich auf dem Prüfstand sieht. Und da wollte ich dazu sagen, dass das teilweise schon ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen ziemlich viel der Fantasie dieser Autoren entspringt. Ja, also teilweise kommen diese Personen, zum Beispiel der Nikodemus, oft nur in kurzen Abschnitten in der Bibel vor. Man erfährt nicht viel über ihn. Aber was da herausgeholt wird, entspricht schon dieser kurzen Zeichnung dieser Menschen in der Bibel. Aber natürlich nicht so ausführlich. Und es spielt eben sehr viel Fantasie mit hinein. Man darf nicht glauben, dass es wirklich alles so in der Bibel festgehalten wurde. Man hat da viel rundherum aufgebaut. Ich habe auch schon kurz hineingesehen. Ich habe noch nicht alles gesehen. Aber ja, es ist so wie aus dem Leben gegriffen. Und das sind natürlich viele kleine Details, die nicht in der Bibel beschrieben sind. Aber sie könnten so gewesen sein. Und The Chosen kann im Internet oder über The Chosen App kostenfrei angesehen werden. Außerdem ist ein gleichnamiger Roman zur ersten Staffel und ein Andachtsbuch für eine 40-tägige Reise mit Jesus erhältlich. Durch den Kauf der ersten Staffel auf DVD oder Blu-ray unterstützen Sie die Macher der Serie. Also vielleicht ist das auch für euch ganz interessant und ich werde euch den Link dieser Homepage wieder mal unten drunter schreiben unter das Video. Und falls du dich jetzt fragst, ob du auf dem falschen Kanal gelandet bist, weil es da so viel um Religion und Jesus geht, dann nein, ich habe noch genug Strickiges hier liegen. Tja, aber ich fand das eben so interessant, dass ich euch das auch eben nicht vorenthalten wurde. Und jetzt noch weiter bei den Kommentaren hier. Ich bin katholisch aufgewachsen und glaube an Jesus und Gott. Es braucht nur nicht so viel Prunk und Schnickschnack. Wie heißt es denn, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also danke für diesen Kommentar, wie auch einige andere, sagt er, dass Jesus nicht die Kirche ist, ja? Also weder die katholische noch die evangelische. Diesen ganzen Prunk und Schnickschnack, wie die Schreiberin hier sagt, ich glaube nicht, dass den Jesus wollte, ja. Also da geht sehr viel auseinander und man darf das gar nicht verwechseln. Und zu diesem Thema will ich in meinem nächsten Video noch mehr sagen, aber das führt jetzt zu weit. Ein anderer Kommentar, die Augenzeugen von damals, die Wunder damals und auch heute noch. Wir werden alle mal Rechenschaft ablegen müssen. Oder, ich habe früher sehr stark an Jesus und Gott geglaubt. Dieser Glauben ist im Moment ein bisschen eingeschlafen. Auch möglich. Ja, ich glaube an Jesus, aber ich gehe nicht jede Woche zur Kirche. Ja, wie gesagt, man darf das nicht 1:1 gleichsetzen. Das ist meiner Meinung nach, ich will nicht sagen komplett anders, aber schon 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich glaube auch an Jesus und bin ihm dankbar, dass er auch für mich am Kreuz gestorben ist und ich durch ihn am ewigen Leben teilhaben darf. Jesus ist und war mein Fundament, auf dem ich mein Leben aufgebaut habe und lebe. Ich glaube nicht an Gott oder Jesus, respektiere aber den Glauben anderer. Dankeschön.
Der Glaube an Jesus hat mir geholfen, über den Tod vieler wichtiger Menschen hinwegzukommen. Ich bin davon überzeugt, alle irgendwann wiedersehen zu dürfen. Liebe Biggie, ich bin in einer Klosterschule bis zur mittleren Reife gewesen, wurde dort im Glauben erzogen. Vieles musste ich hinterfragen, weil mir gewisse Dinge doch etwas widersprüchlich vorkamen. Im Laufe meines Lebens bin ich durch viele Schicksalsschläge Jesus wieder näher gekommen. Er war mein Halt, sonst wäre ich zerbrochen. Auch in dieser Art und Weise waren einige Kommentare dabei. Und ich danke euch nochmal dafür eure Ehrlichkeit und für eure Einblicke, die ihr uns dadurch in euer Leben bietet. Ja, dass ihr euch so aufmacht und dass man wirklich schön erkennen kann, dass erstens ich nicht die Einzige bin, die diesen Glauben hat, dass ich nicht allein dastehe und andererseits, dass er viele von uns durch wirklich schwere Situationen im Leben durchgetragen hat und ja, dass es einfach Halt gibt, an etwas zu glauben, wie manche sagen, oder eben an diese Person, an Jesus zu glauben. Ja, und ich denke, also es wird wirklich zu lang, wenn ich da jetzt noch weiter vorlese. Ich habe noch einige und ich würde sagen, das verschiebe ich dann auf nächstes Mal. Ja, lasst es jetzt einmal auf euch wirken vielleicht und ich werde dann nächstes Mal da weitermachen. Denn jetzt seid ihr sicher schon sehr gespannt, wer diese zwei Wollstränge gewinnen wird. Und ich hoffe, es passt dann, weil ich nicht dazu geschrieben habe oder gesagt habe, schreibt mir dazu, welche Farbe ihr wollt. Also es gibt dieses rosa-lila und dieses Türkis mit ein bisschen Aprikot, würde ich mal sagen, oder auch lila. Beides ist ja gefärbt auf der Schmusewolle Alpenwiese, die aus 60% Merino und 40% Tencel besteht. Und jetzt werden wir es angehen. Ich habe hier schon den Comment Picker eröffnet und die Internetadresse eingegeben vom letzten Video und es sind 41 gültige Kommentare gewesen und ich halte euch das da jetzt in die Kamera und drücke auf Start. Und gewonnen hat jemand mit A, die Anna Zangl. Liebe Anna, ich gratuliere dir zu deinem Gewinn. Ich würde vorschlagen, du schreibst mir, welche Farbe du lieber hättest. Und falls die andere Gewinnerin die gleiche Farbe hätte, dann müssen wir uns noch was überlegen. Oder du schreibst, es ist dir egal. Vielleicht wäre das am einfachsten. Sonst, ja, würde ich, falls wirklich beide die gleiche haben wollen, würde ich vielleicht nächstes Mal eine Münze werfen. Oder zwischendurch. Okay, und dann kommen wir zum zweiten Strang, Pick Another Winner. Geht da schon was? Oh ja, da war schon was. Das ist die Heike Tröger. Liebe Heike, ich freue mich auch für dich sehr und gratuliere dir herzlich zu deinem Gewinn. Schreib mir bitte auch du und auch die Anna, schreibt mir bitte beide ein E-Mail auf knitandshine@gmx.at und schreibt mir bitte eure Adresse und ja, welche Farbe ihr wollt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber ihr werdet nicht streiten beginnen, oder? ja, aber ich bin ausgebildet in Streitschlichtung, also das werden wir schon schaffen. Gut, und damit kommen wir endlich zum Strickigen. Vielleicht zuerst einmal zu dem, was ich anhabe. Das ist der Fleurist von Sari Nordlund, den ich vor einem Jahr ungefähr gestrickt habe, aus einer Angora-Wolle und darum ist das sehr weich und flauschig und fluschelig und warm. Aber an so Tagen wie heute, wo es so schier draußen ist, braucht man ein bisschen was Kuscheliges. Ich stehe mal kurz auf. So, also erst unten nur glatt rechts und auch nicht sehr lang. Aber auch auf den Ärmeln ist da ein bisschen ein Lesmuster. Was heißt ein bisschen? Es geht bis hinunter. Ja.
ich glaube, es ist von unten nach oben gestrickt. Richtig. Näheres findet ihr auch auf meiner Ravelry-Seite. Ich habe dazu ein bisschen was geschrieben, welche Wolle das ist, welche Nadelstärke und wo ihr die Anleitung findet. Also im Internet. Das ist eine Kaufanleitung, wie gesagt, von Sari Nordlund und heißt Fleurist. Es war damals im Rahmen von eines kleinen Karls, den die Kirstin von Quickstrick veranstaltet hat. Genau. Das trage ich heute, weil es draußen nicht so schön ist und überhaupt. Gut, dann zeige ich, was noch fertig geworden ist. Zuerst mal meine Socken aus dieser Opal-Abo-Wolle, die rosa-weiß war. Und wo ich ursprünglich gedacht habe, ich stricke die Strawberry-Martini-Socken draus, die es bei der Sock Madness gab. Aber nein, das hat mir dann nicht gefallen und ich habe mir dann ein Muster rausgesucht aus dem Heftchen, habe ich jetzt nicht da, aus dem Heftchen von Lana Grosser Meilenweit. Und die sehen jetzt so aus. Also sie machen so lustige Ringel, wobei die Ringel durch das Muster auch noch ein bisschen zackig geworden sind. Ich halte es euch ein bisschen näher. Das ist ein... Also zuerst einmal ein Mäusezähnchenbündchen, Mäusezähnchenrand und dann geht es gleich los mit dem Lace-Muster. Ich habe mir hier heute mal auch Sockenblocker hergerichtet. So, damit man das besser sieht, das Muster, wenn ich es noch ein bisschen auseinanderziehe. Also ein kleines, recht einfaches Lochmuster, das auch dann am Vorderfuß weitergeführt wird, eine Bumerangferse, eine Bändchenspitze, ja, wie viele Maschen habe ich da angeschlagen? Ich glaube 56 oder sind 60, weiß ich jetzt gar nicht mehr, müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall finde ich das recht lustig, wie sich das ringelt und ich habe sie genannt Erdbeeren mit Schlagsocken. Vielleicht wisst ihr ja, dass in Österreich die Sahne Schlagobers heißt und abgekürzt Schlag, Erdbeeren mit Schlag. Und weil das gerade in diese Zeit jetzt passt und ich habe auch Erdbeeren in meinem eigenen Garten, allerdings esse ich sie selten mit Schlag, sondern eher mit Joghurt oder mit Rahm, also Sauerrahm. Erdbeeren mit Rahm isst man in Österreich auch sehr gerne. Könnte man auch Erdbeeren mit Rahm Socken nennen, aber ich finde Erdbeeren mit Schlag irgendwie lustiger. Noch einmal von der Nähe, gestrickt wieder mit Nadel Nummer 2,5 und ja, ich finde sie sehr toll und sehr angenehm. Durch das, ich versuche es nochmal groß zu zeigen, es sind nämlich wirklich viele Löcher und es ist recht locker, dadurch sind sie nicht ganz so warm. Obwohl Wollsocken sind immer warm und wenn es warm ist, dann sind sie zu warm, ist eh klar. Dann mag ich lieber diese Baumwollsöckchen, aber so für die Übergangszeit geht schon. Übrigens habe ich das letzte Mal ja gemeint, ich weiß nicht, warum das im Winter-Abo gekommen ist, im Dezember. Nachher ist mir aber eingefallen, die meinen wahrscheinlich, das sind diese Zuckerstangen, die man auf dem Baum hängt. Obwohl ich glaube, die sind eher rot-weiß gedreht. Aber vermutlich war das damit gemeint. Aber mich hat es an Erdbeeren erinnert. An Erdbeeren mit Schlag. Okay, dann habe ich noch Socken. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht angeschlagen gehabt das letzte Mal. Bin mir aber nicht sicher. Habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen mein Foto mit meinem Wollvorrat, nachdem das Opal-Abo dann schon letzten Montag gekommen ist, habe ich mir mal alle meine Sockenwollknäuel, aber nur die vollständigen, rausgelegt, auf dem Tisch aufgebreitet, ein bisschen farbig sortiert und ein Foto gemacht. Auf Instagram heiße ich übrigens auch nicht entscheiden. Und war selbst überrascht, wie viel das ist und habe mir gedacht, ich muss da jetzt wirklich was verstricken davon, weil ich kann das ja nicht nur horten. Obwohl mit manchen Strängen, die sich so ähnlich sind oder wo die Farben sich gut ergänzen, da denke ich mir immer, die sammle ich, damit ich dann irgendwas Größeres wieder draus stricken kann. Ja,
Und nachdem ich das Foto dann gepostet hatte und auch einige witzige Kommentare dazu gekommen sind, ist mir eingefallen, das ist eigentlich gar nicht alles an Sockenwolle, was ich habe. Also zum Beispiel sind ja dann auch die baumwollenen Knäuel und zum Beispiel sind ja dann auch noch die dreifädigen Knäuel. Also nicht einmal alle vollständige waren es, abgesehen von den begonnenen. Also ich möchte ja nicht einmal von Resten sprechen, teilweise sind da auch noch halbe Knäuel da oder drei Viertel davon. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss mehr Sockenwolle verstricken. Und dann ist da zum Beispiel diese gewesen. Ich zeige dir jetzt nur mal kurz die Wolle, wie sie... Naja, das Knäuel habe ich jetzt leider nicht da. So, also, da gab es mal diese. Das war ja kein Opal-Abo, sondern ein anderer Strang. Nämlich, ich habe da eh... Banderole oder nicht. Da ist sie, doch. Also, so sehen die Socken aus, wenn man sie pur verstrickt. Ah, jetzt kommen die Farben besser. Und zwar ist das von Opal die Lieblingsfarben. Also, wie gesagt, kein Abo. Das kann man auch noch so bestellen, glaube ich. Und die Lieblingsfarbe heißt hier Lebensfreude. Und deshalb habe ich mir gedacht, das könnten doch auch grüne Socken werden, weil ein bisschen Grün auch in der Wolle drinnen ist. Zwar nicht viel, wie ihr gesehen habt, aber ich habe eben so grüne Socken draus gemacht. Mit einem grünen Bündchen mit Zopfmuster, einer grünen Ferse mit Zopfmuster und einer grünen Spitze mit Zopfmuster. Ah, also das sind ganz einfache Viererzöpfe, die nach allen sechs Reihen oder jede sechste Reihe werden immer zwei Maschen verzopft, immer auf die gleiche Art und Weise, damit es nicht zu kompliziert wird. Und wie gesagt, habe ich auch die Fersenwand so gemacht und dann eine klassische Käppchenferse gestrickt. Stimmt das? Oder nein? Ist das eine Käppchen? Oh ja, es ist eine Käppchenferse. Eben keine Herzchen. Ja, und ich habe sie jetzt genannt grüne, nein, Zopfsocken mit Buffetspie. Buffetspie, also Bündchenferse Spitze, Zopf, Bündchenferse Spitze. So, wofür hat man Ravelry, damit man sich seine eigenen Namen merkt? Aber sie ist nicht da. Wieso nicht? Ah, weil ich da nur die Vips eingegeben habe. So, recently added. Da sind sie. Zopf an Buffetspie in Grün. Bündchen, Ferse, Spitze, Büffelspie. Zopf an, Büffelspie in Grün. Und ja, also wie gesagt, die werden gespendet. Und ich finde es, also ist sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich da ein bisschen selbst loben. Auch wenn das stinkt. Das Einzige, wo ich nicht ganz so zufrieden bin, ist, dass das... Der grüne Teil, der in der Wolle drinnen ist, ist hier und hier. Denn ich habe so begonnen, wie es beim Abwickeln am leichtesten, also die erste Stelle, die ich beim Abwickeln als wieder am leichtesten als solche identifizieren kann, damit die zweite Socke genauso wird, war eben genau hier. Da war ein Übergang von Orange zu diesem Getupften. Das heißt, dieser Übergang vom Orange zu getupft, weil dann kommt wieder Orange und Türkis, so wie hier. Und mir war irgendwie nicht bewusst, dass die einzige grüne Stelle genau davor war. Das heißt, es kommt zuerst der ganze Rapport, dann die grüne Stelle, dann wieder ein Rapport und wieder die grüne Stelle. Und es hat sich eben einerseits gut ergeben, dass ich zweimal den Rapport hatte und dann genau wieder an der gleichen Stelle hier beginnen konnte und noch zweimal den Rapport und ebenso nichts abwickeln musste.
und die zwei Socken genau gleich lang, also gleich wurden. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass das Grün eben nur ganz unten kommt und hier bei der Ferse. Es wäre schöner gewesen, glaube ich, wenn es in der Mitte irgendwo nochmal gewesen wäre, das Grün. Aber ich glaube, das ist eine, wie sagt man, Haarspalterei oder Jammern auf hohem Niveau. Im Prinzip gefallen sie mir sehr gut, finde ich die Wolle ganz toll und auch meine Idee mit den Zöpfen da. Hat sicherlich schon wer andere auch gemacht, ist sicher keine neue Idee, aber für mich. Dann geht es noch weiter mit Socken. Ich habe noch ein paar Socken fertig, und zwar für mich passend zum Lechfall, den ich letztes Mal bei meinem letzten Video getragen habe. Dieses Top von Nicolor, der Lechfall. Und dazu habe ich mir Socken gemacht mit dem, so einem ähnlichen Muster. Also dieses Muster da oben, dieses Muster hat der Lechfall in den Ärmeln. Und ich habe das dann eben so weitergeführt, dass ich hinten nur auf der Rückseite des Schaftes glatt verkehrt, eins glatt, eins verkehrt gestrickt habe, eine Bumerangferse und dann das Muster so abgewandelt habe, dass praktisch sich nur jede zweite Reihe von diesen da fortsetzt. Ja, das ist wieder keine richtige Sockenwolle, sondern eine Bio-Baumwolle mit recyceltem Polyester von Lana Grossa, heißt Linea Pura Aruba. Und die hat einen sehr langen Farbverlauf, sodass man überhaupt nicht zwei gleiche Socken rauskriegt. Und dementsprechend sind sie sehr ungleich. Nämlich so. Also, wo da viele Streifen sind eigentlich und ein längerer heller Teil an der Ferse und an der Socke, ist es hier am Anfang fast nur hellblau. Also nein, siehst du, jetzt habe ich es ja fast vergessen schon wieder. Die hatte ich ja beide gleichzeitig begonnen mit der Methode, wie ich gleichzeitig Socken von der Spitze beginne mit einem Knäuel. Das heißt, das Knäuel einmal von außen und von innen beginnen. Und deshalb ist die Farbe der Spitze ja noch gleich. Ja? Aber dann wird es eben sehr unterschiedlich. Hier kommt ganz viel hellblau oder türkis und dann ganz viel von dem hellen, wobei das in sich auch ein bisschen leicht gestreift ist, wie man sieht. Und damit dann noch ein bisschen auch von der blauen Farbe kommt, habe ich dann sogar nochmal Farbe, also gewechselt und was rausgeschnitten oder umgedreht. Und damit auch hier nochmal blau kriegt, habe ich mich dann noch ein bisschen gespielt. Ich musste mich überhaupt mit dem Knäuel ziemlich spielen, weil das so eins war, dass, wenn, also es hat sich komplett verwurschtelt. Es war eine ziemliche starke Wollkotze, wie ich von euch gelernt habe. Es war nicht lustig. Also wie viel ich da dann herumzuppeln musste, bis das Knäuel wieder sich halbwegs aufgelöst hat. Oh, war schon sehr mühsam. Was ich da jetzt auch noch sehe, dass ich an der Vorder-, also wie gesagt, von der Spitze nach oben gestrickt und dann habe ich da in der Mitte auch ein paar Maschen zugenommen, dass die Ferse ein bisschen breiter wird, bevor ich dann die Bumerangstricke, Bumerangferse gestrickt habe. Bumerangstricke Ferse, oder? Ja, die habe ich dann hier wieder abgenommen, diese Maschen, die dann zu viel waren. Und dadurch, ich finde das sehr schön, dass sich das hier so ein bisschen hineinzieht und ein bisschen auch da gut dann sitzt am Fuß. Ich habe sie noch nicht getragen, sie sind auch noch ein bisschen feucht, weil ich sie zwar gestern gewaschen habe, aber die sind noch immer nass. Also diese dicke, eigentlich recht dicke Baumwolle trocknet schlecht. Ich habe es aber gestrickt mit Nadeln 2,25, damit das ein wirklich dichtes Maschenbild ergibt. Und ich habe jetzt ziemlich alles von der Wolle aufgebraucht, weil ich ja gesagt habe, ich finde das praktisch, beide gleichzeitig von einem Knäuel von unten zu beginnen, weil man dann das ganze Knäuel verbrauchen kann und mit zwei gleich langen Socken rauskommt. Zwar nicht unbedingt zwei gleichen Socken, aber zwei gleich langen.
Genau. Und ich glaube, die habe ich nur genannt Socken zum Lechfall oder Lechfallsocken. Genau. Ja, das sind meine fertigen Sachen. Und dann machen wir aber weiter mit Socken, die ich neu begonnen habe. Einerseits habe ich für meinen zukünftigen Enkelsohn, der jetzt in den nächsten Tagen, Wochen kommen soll, wieder gestrickt, und zwar aus dem Buch Klompe Lompes Kindermaschen, die Söckchen David. Mütze David, Söckchen David, Jacke David, Mütze David, alles gibt's da. Und das sind die Söckchen David. Ich habe sie in der kleinsten Größe gestrickt, da steht 0 bis 4 Monate. Und also ich habe erst einmal eines gestrickt und das noch nicht vernäht. Das sieht also so aus. Da kann dann eine Kordel durchgezogen werden, um das da festzubinden. Und tja, 0 bis 4 Monate, also Neugeborenengröße hat das nie. Ja? Das ist, wenn ich es hier anhalte an mein selbstgebasteltes Sockenlineal, ist das eine Größe 23. Also ich glaube, das haben Kinder mit 1 oder 2 Jahren. Und noch dazu ist das extrem dehnbar. Also ja, ein neugeborenes Füßchen ist vielleicht so groß. Schauen wir mal, aber ich fürchte, das wird mit einem halben Jahr vielleicht passen. Aber wie gesagt, dann stricke ich ein zweites dazu und dann kann er die anziehen. Kein Problem. Und so habe ich halt versucht, ein kleineres zu stricken, nicht nach der Anleitung, sondern nach meinem eigenen Gutdünken. Und habe auch dieses Muster, was ja für diese David-Serie so typisch ist, diese Streifen, nicht am Oberfuß gemacht, also nicht am Schaft, sondern am Oberfuß eben. So, und das habe ich jetzt dann in dunkelblau gemacht. Und habe ich das Bündchen mal normal gestrickt, mit eins rechts, eins links. Dann schon so eine Lochreihe, wo man dann eine Kordel durchziehen kann. Und dieses Streifenmuster da oben, da habe ich aber dann immer auch eine Reihe ausgelassen, damit das Ganze kürzer wird. Entschuldigung. Und habe halt eine normale Käppchen, nein, das ist eine Herzchenferse. Und die Sohle glatt rechts und so wieder eine Bändchenspitze. Ja, so sieht man es gut. Und das könnte jetzt sein eine Größe, naja, viel kleiner ist auch nicht geworden. Schwierig, weil es ist gestrickt mit Nadel Nummer 3. Das ist ja die von Drops, die Baby Merino. Aber man sieht schon, dass es um einiges kleiner ist. Ja, in der Länge doch 2 cm auch. Na, Entschuldigung. Ja, vielleicht passen die auch nicht gleich am Anfang, aber dann hoffentlich mit 2, 3 Monaten. Das wird der zweite, da bin ich jetzt gerade so weit. Irgendwie hat mich dieses dunkelblaue Zeugs dann nicht mehr gefreut. Das sieht man so schlecht auch und naja, macht irgendwie nicht so Spaß. Aber es geht ja trotzdem schnell und ich hoffe, ich werde es in den nächsten Tagen fertig kriegen, noch rechtzeitig vor der Geburt. Wobei, ich habe ja nicht die Hoffnung, dass das bei der Geburt passt. Bei der Geburt, nach der Geburt, für das Neugeborene. Ja, und dann noch Socken, weil ich muss ja Sockenwolle verstricken und habe mich dann für diese entschieden. Die war im März-Abo drinnen und finde ich eigentlich auch ganz cool. Und auch wirklich das Maschenbild, das Muster, das sich dabei ergibt, ist lustig. Also das ist mal die Seite. Und ich habe mich getraut, obwohl die so stark gesprenkelt ist, ein Muster zu stricken. Nämlich so ein Zopfmuster. Und wie ihr seht, man sieht es wirklich gut. Also das ist vorne so eine Helix, wird das wie eine DNA fast, schaut das aus, und ich nenne sie auch Helix-Socken.
Und hinten ist auch ein kleiner Zopf. Ja, und wie ihr seht, es ist wirklich überraschend gut zu erkennen. Dann ist da so ein bisschen ein Rippenmuster noch seitlich, das dann weiter unten aufhört. Und ich brauche jetzt nicht mehr viel, bis ich dann mit der Ferse beginnen kann. Da habe ich, das sind 63 Maschen und das ist wirklich sehr, sehr locker oben. Das ist mit dem altnorwegischen, altdeutschen Anschlag sehr locker gestrickt oben. Und die Anleitung ist aus dem Buch, das ultimative Sockenbuch. Ich habe euch das, glaube ich, auch schon irgendwann mal gezeigt. Ab und zu schaue ich da rein und finde wirklich immer wieder was, was sich gut nachstricken lässt. Und die schauen hier so aus, da sind sie in Blau. Und man sieht leider dieses Helixmuster nicht so toll. Und den Zopf hinten. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Nennt sich hier eine gute Chemie, überraschendes Helixmuster. Ja, und es ist mit Chart und beschrieben natürlich und macht Spaß. Aber das ist nicht die einzige Socke, die ich neu angestrickt habe, denn wie gesagt, ich muss Socken verstricken, Wolle verstricken. Nein, ich mache sie auch gern, also so ist ja nicht, dass ich mich gezwungen fühle. Und das nächste Paar ist auch fast so ähnlich in der Farbe, nämlich das da. Also das ist jetzt so eine Baumwollmischung aus Regia, von Regia. Die Regia, Schachenmeier Regia Cotton Tutti Frutti Color, die gab es vor ein paar Jahren und das ist die Farbe Papaya. Und ich denke mir immer, wenn ich so ein Knäuel sehe, also das hat mir eigentlich nicht besonders gefallen. Ich habe das nur gekauft, weil ich das ganze Paket, das waren 6 Knäuel, von dem bestellt hatte. Und diese Farben sind irgendwie nicht ganz meine. Aber eine Kollegin hat jetzt gemeint, ja, orange, gelb hätte sie gerne. Und sie hat meine Socken mit den Rüschchen hinten gesehen, zeige ich euch gleich. Und hat gemeint, ja, genau solche will sie auch. Und orange, gelb ist super. Und dann, wie ich anfange, das zu verstricken, denke ich mir, eigentlich sind die Farben eh cool. Also, ja, man sieht hier jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich halte es euch mal in die Kamera, was ich schon habe. Also vor allem, da sieht man den Verlauf. Es ist so ein bisschen regenbogenmäßig, also nur orange, gelb, grün. Dann kommt dieses grau, weiß gesprenkelte und dann fängt es eigentlich wieder von vorne an. Aber nur da ich ja da dann die Ferse gestrickt hatte, ist dann der Farbverlauf anders. Also es ist hier ein Mäusezähnchenrand, kein echter eigentlich, denn das ist die Anleitung von Tanja Steinbach, Summer Sneaker Socken. Die gibt es auf ihrer Seite, glaube ich, gratis, ja. Und da wird der Mäusezähnchenrand so gestrickt, dass es innen mit 1 glatt 1 verkehrt beginnt. Dann macht man eben die Umschläge mit den zusammengestrickten Maschen und sollte eigentlich dann auf der Außenseite glatt rechts stricken. Das habe ich aber verschwitzt und habe es außen auch 1 rechts, 1 links. Noch dazu habe ich recht locker gestrickt und das ist jetzt wirklich sehr weit, das Bündchen. Also, falls es meiner Kollegin zu weit ist, werde ich da einen leichten Gummi einziehen und hoffen, dass das dann besser zusammenhält. Oder, ja, ich glaube, dass sich 2 Paare daraus ausgehen würden. Ich stricke es halt noch einmal kleiner. Aber ich mag das jetzt nicht nochmal aufmachen, denn einerseits dieser Mäusezähnchenrand das gleich mitstricken, andererseits dieses Rüschchen dann anstricken, das ist schon ein bisschen ein Gefriemel und mag ich nicht nochmal machen, also nicht aufmachen. Entweder es passt ja so oder sie kriegt ein anderes Paar und ich verschenke die, wem anderen, ich spende die. Könnte man ja auch als grüne Socken wieder verspenden, weil ja grün drinnen ist. Also wie gesagt, das ist so ein Baumwollsöckchen, stricke ich auf den Adi Crazy Trio 2,5, die Metallernen. Und auch die anderen ist das Adi Crazy Trio Bambus.
Jawohl. Okay, dann muss ich euch noch was zeigen, was ich bekommen habe. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen von einer Zuseherin, der ich Bücher geschickt habe. Ich habe ja vor einigen Wochen oder sind es jetzt schon Monaten, von einer anderen sehr lieben Zuschauerin Bücher bekommen. Strick- und Häkelbücher. Und da das auch nicht so unbedingt mein Geschmack war, habe ich es an euch weitergegeben und gefragt, wer sie möchte. Und dann haben sich einige gemeldet und ich habe es verschickt. Und eine von diesen Zuschauerinnen hat sich revanchiert und war wirklich sehr, sehr großzügig. Also das habe ich gar nicht erwartet. Und ich sage nochmal vielen lieben Dank, Brigitta. Fast eine Namensgleichheit. Und noch dazu wohnt sie gar nicht weit weg von Wien. Und sie hat mir dieses Päckchen geschickt. Und ja, das soll jetzt keine Werbung für diese Firma sein, denn ich habe mich zuerst ein bisschen gewundert, wirklich, das ist da drinnen. Obwohl, ich schätze auch diese Marke und hätte mich auch darüber gefreut. Aber irgendwie habe ich mich dann noch mehr gefreut über den Inhalt, der wirklich drin war. Ich mache das mal auf für euch. Und zwar eine schöne Karte, die ich leider jetzt schon woanders hingestellt habe und euch gar nicht mehr zeigen kann. Tut mir leid, die finde ich jetzt nicht so schnell. Aber Wolle war natürlich drinnen. Einmal dieser Strang, grün-weiß gemusterte Sockenwolle von Schibott Garne. Hatte ich noch nie so eine selbstgefärbte Wolle. Und ja, die greift sich wirklich sehr gut an, sehr fest, aber wirklich eine tolle grüne Färbung und super für grüne Socken oder auch für mich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, aber ist schon einmal gut gewählt. Dann nochmal Sockenwolle von Kunst und Knopfloch, also von der Eva, ich kenne sie ja auch von den YouTube-Videos. Und hallo Eva, falls du mich auch siehst, habe ich jetzt Wolle von dir bekommen, obwohl ich nie was bei dir bestellt habe. Also, da sieht man Kunst und Knopfloch. Und diese Färbung ist ja überhaupt der Hammer. Also, sowas Schönes, Kräftiges, herrlich. Rot, Schwarz, Rosa, Blau, Gelb, Grün. Ich weiß gar nicht, was da nicht drin ist. Also, alle Farben, die mir gut gefallen. Und es dürfte so ein Garn gewesen sein, ich weiß nicht, wie sich das nennt, das solche, so eine Verzwirnung hat. Obwohl das ist teilweise eben so mit Blau oder Schwarz und dann teilweise mit Rot. Keine Ahnung, wie das gemacht ist. Liebe Eva, falls du das siehst, vielleicht kannst du mir schreiben, wie du das, welche Base das war und wie du das so gefärbt hast, wenn du möchtest. Würde mich interessieren. Und dann war noch Wolle drinnen. Und zwar solche Zauberperlen. Baumwolle ist das auch. Schoppel-Zauberperlen. Das sind insgesamt 100 Gramm. Sind 2, 4, 6, 7 kleine Knäuelchen und da könnte man sehr was Hübsches draus machen mit diesem Farbverlauf. Also ich weiß auch noch nicht, was ich draus machen werde, aber das werde ich sicherlich auch gut verwenden können. Ist auch ganz, ganz mein Geschmack. Dann war noch drinnen so eine Seife in Wollform mit einem kleinen Unterteller. Und ein Anleitungsbüchlein für Spültücher, das ist hier. Das da war auch noch dabei. Also vielen Dank, liebe Brigitta, das ist unglaublich großzügig von dir. Ich bin sprachlos und kann nur sagen, danke, freue mich sehr. Ja, und dann habe ich noch neue Sachen begonnen, also es kann ja nicht sein. Nein, zuerst noch was ihr schon kennt, genau, was in dieser Tasche wohnt, nämlich der Summer Blue Tea, das Summer Blue Tea von Christina Reit-Körbler oder so weiter, was habe ich gesagt, sie nennt sich Strickauszeit
auf Ravelries, als wie gesagt eine Kaufanleitung, den ich stricke aus der selbstgefärbten Wolle von eben auch diese Schmusewolle, diese mit Tencel Alpenwiese, so heißt sie, genau. Also ich habe da 5 oder 4,5 solche Knäuel gefärbt und bin auch schon recht weit jetzt. Also die Ärmel sind schon fertig, da kriegt er so halblange Ärmel mit diesem Lace-Muster, was ich falsch gestrickt habe, was ich letztes Mal erklärt habe. Eigentlich wären die Rippen nicht so breit gewesen, dafür nicht nur 4, sondern 5. Aber egal, ich finde es so auch schön. Und das Vorderteil und das Rückenteil ist nur glatt rechts und ich stricke da jetzt glatt rechts in der Runde runter. Hinten sieht es so aus. Und halte die Knäuel abwechselnd, also in der Gum-Gum-Methode wechsle ich die Farben, die Knäuel ab, damit es nicht so stark poolt. Teilweise poolt es aber trotzdem irgendwie, also man sieht hier diese so hellgelbe Flecken, die da so schräg runterwandern, seht ihr das? Und andererseits das stark türkise, das da ein bisschen mehr so runterwandert. Und auch hinten gibt es mehr hellere und mehr dunklere Stellen. Aber ja, es ist halb so wild. Es gefällt mir trotzdem sehr gut. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie sich das im Sommer tragen lässt. Es nennt sich Summer Blue Tea. Und auch das Original ist aus so einer Wolle, die gemischt ist, Wolle mit Tencel. Und angeblich soll ja das Tencel auch sehr, soll ich sagen, temperaturausgleichend sein, genauso wie die Wolle. Also ich glaube, bei über 30 Grad wird es wahrscheinlich trotzdem zu heiß, vermutlich auch bei über 25. Aber ich werde es mal probieren. Und das ist ja so in dieser Contiguous-Methode, dass man oben beginnt. Ich muss da unbedingt dann noch ein Bündchen drauf machen. Mal schauen, wie das in der Originalanleitung ist. Aber es ist oben sehr weit geworden, da muss ich das, ich mag das gar nicht, wenn man dann die BH-Träger sieht. Das muss ich noch mehr da zusammenziehen, aber das werden wir schon machen. Ob die Ärmel die richtige Länge haben, bin ich ja auch noch nicht sicher. Denn jetzt gehen sie genau bis zur Ellenbeuge. Und wenn das dann genau da drin sitzt, ist das beim Abbiegen ja auch nicht so angenehm. Aber wenn der Ausschnitt weiter rauf rutscht, glaube ich, werden die Ärmel auch kürzer werden. Es wird eine leichte A-Form jetzt gestrickt. Ganz, ganz ab und zu nehme ich da 2 Maschen zu. Ich schaue da jetzt gar nicht mehr in die Anleitung. Und ich glaube, ich werde das ein bisschen länger machen. Also, ja, nicht cropped. Weiß ich nicht, vielleicht so 60 cm. Schauen wir mal, wie lange es mich freut. Und wenn das glatt rechts in der Runde, das zieht sich jetzt. Allerdings, ich mache das nicht so ungern. Also vor allem kann man sich dabei gut unterhalten. Und wie gesagt, beim letzten Stricktreffen am Sonntag habe ich es ja auch, habe ich auch daran gestrickt und ja, sowas braucht man einfach immer. Zum Mitnehmen ist es irgendwie nicht so ganz praktisch, weil ja ich die 2 Knäuel immer abwechsel und dann schlichten muss. Also ich muss schon wo gut sitzen können, wo ich meine 2 Knäuel neben mich platziere, sodass ich sie ordnen kann und da kein Kuddelmuddel kommt, keine Wollkotze wieder. Also das Summer Blue Tea ist auch schon ordentlich gewachsen. Obwohl ich noch 2 neue Oberteile begonnen habe, wie ich dir jetzt gleich zeigen werde. Einerseits noch ein Sommertop. Und zwar ist das eine Anleitung wieder von dem italienischen Schwesternpaar, die sich nennen Knitting for Breakfast. Und die haben ja so verspielte Sachen eher. Ich habe schon einmal den gestrickt, der sich bei mir nennt Emerald, also Smaragdpulli, und in der Originalanleitung heißt er Rubin. Und diesmal ist es eben was aus Baumwolle, was ganz Weiches, was ganz Lockeres, und das sieht jetzt bei mir so aus. Also es hat ein Lace-Muster oben mit vielen Löchern, es ist sehr großzügig, das Maschenbild. Es ist auf jeden Fall durchscheinend und man muss was drunter anziehen. Aber ich habe mir gedacht, bei den vielen Löchern ist das auch schon egal.
Und das nennt sich Fairy Tale. Ja, Fairy Tale von Knitting for Breakfast. Eigentlich wäre, es ist schon mehr färbig dort auch, aber die Farbabschnitte sind ein bisschen anders. Ich glaube, da wird schon hier mal die Farbe gewechselt und dann nochmal hier dazwischen, ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte die Wolle allerdings schon in meinem Vorrat. Das ist eine Baumwolle von Katja, die Fair Cotton, also eine Bio-Baumwolle von Katja. Da hatte ich eine Menge, ist übertrieben, aber einige Knäuel in verschiedenen Farben, weil ich daraus schon so Tiere gestrickt oder nein, gehäkelt habe. Verschiedenste Tiere. Ein Schweinchen, davon ist noch dieses Rosa über. Den Tukan und noch irgendwas habe ich daraus gestrickt. Ah ja, den Esel, genau. Aber jetzt habe ich mir gedacht, die Wolle ist, oder dieses Garn ist eigentlich zu schade, um da jetzt im Keller ihr Dasein zu fristen. Ich wollte sie verstricken, ich wollte eben noch was aus Baumwolle machen und die ist ja auch sehr weich und wirklich schön. Also die kann ich echt empfehlen. Und dann habe ich mir ein paar Farben zusammengestellt und habe mir überlegt, dass die drei mal gut zusammenpassen. Und wie gesagt, von dem hell Ecru, würde ich mal sagen, und diesem Aprikot habe ich fast alles aufgebraucht. Ich habe dann geschaut, dass sich so irgendwie im Muster ausgeht, dass der Übergang einen Sinn macht. Also ich habe es ja hier in einer Lochmusterreihe die Farbe gewechselt und dann da nochmal. Und es kommen jetzt noch ein paar Lochmuster rein, also so Loch rein und dann nochmal dieses Lace-Muster. Und von dem, das ist jetzt das, der Rest von dem ersten 50 Gramm Knäuel, von dem habe ich noch ein zweites. Das heißt, dieser Teil wird jetzt länger in dieser Farbe sein. Und dann habe ich noch ein dunkleres Braun. Auch diese Wolle ist so eine, die leicht zerfällt. Ja, aber was soll man machen? Also dann habe ich eben noch so ein, es ist mehr braun und nicht so gräulich, wie es hier ausschaut. So wird es besser, ja. Also das kommt dann noch unten dran, in diesem Braun. Der Teil wird jetzt ein bisschen länger und die letzte, praktisch das wie eine Lace-Spitze oder ein Lace-Bündchen unten, nicht Bündchen, aber so eine Abschlussborte. Eine Bordüre wird dann nochmal in dem Lesmuster kommen, soll dann in dunkelbraun werden. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ausschaut. Und das macht auch Spaß und ist vor allem so schön weich und ja, obwohl es Baumwolle ist, überhaupt nicht hart und es verstrickt sich ganz, ganz locker. Ich verstricke es mit Nadel Nummer 4, obwohl hier drauf steht, ich glaube, 2,5 bis 3,5. Es ist natürlich zu groß und das Maschenbild ist offen und locker, aber für den Sommer finde ich es gut und man muss eben, wie gesagt, sowieso was drunter anziehen. Ja, und dann habe ich mir noch Wolle bestellt und auch schon bekommen, nämlich was ganz Besonderes und da bin ich auch fast ein bisschen, na, stolz ist übertrieben, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich eine ergattert habe, nämlich dieses da. Und vielleicht wissen es manche schon von euch, was das ist. Das ist nämlich die Nutiden oder Nutiden aus Schweden, die in einigen englischsprachigen Podcasts vorgestellt wird. Und auch die, heißt sie Nina Maria, die jetzt in Deutschland lebt, eigentlich eine Österreicherin. Es tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen nicht richtig ausspreche, wenn du das siehst. Aber auch bei dir habe ich diese Wolle schon öfters gesehen und ich weiß, dass du ein großer Fan davon bist. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das auch mal probieren. Da gab es jetzt eine Geburtstagsaktion und ich war rechtzeitig im Internet und habe, wie gesagt, eine ergattert. Ich habe von beiden Farben 300 Gramm jeweils, das sind 4 solche Plates und das ist ja so ein Garn, das unversponnen ist und ich glaube in dem Fall auch ungefärbt und es ist wieder
ein bisschen bräuner hier. Es ist nicht so grau. Es ist in echt bräunlicher und das ist auch ein bisschen dunkler. Also so eine unversponnene Wolle, ich glaube, wie diese Blötulupi, ist das auch so eine oder ist das eine andere? Also die, die ganz, ganz leicht zerreißt. Und die man ganz, ganz vorsichtig verstricken muss. Und es wird empfohlen, sie entweder doppelt zu verstricken oder mit einem anderen, mit einer anderen Wolle gemeinsam. Und ich habe mir dazu eben bestellt die Drops Kid Silk. Also die beiden, die in Wirklichkeit nicht so gräulich sind, mehr beige, gemeinsam verstrickt. Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Wobei man die trotzdem vorsichtig, eigentlich war das das Knäuel, das am Strickstück gehängt ist und es ist ohnehin schon abgerissen, sehr, sehr vorsichtig abwickeln muss. Also zart nehmen und runterwickeln, nicht einfach so anziehen beim Stricken. Dann funktioniert es aber eigentlich sehr gut und es wird ein unheimlich flauschiges, luftiges Ding. Und dreimal dürft ihr raten, was ich draus stricke. Etwas, was jetzt gefühlt alle stricken. Ich habe schon gedacht, ich bin die Einzige, die das nicht strickt. Ja, während ich das noch da versuche zu entwirren mit dem Kabel und der Wolle und ja, habe ich jetzt die Kamera ein bisschen verdreht. Okay. Habt ihr es vielleicht schon erraten? Es wird der Ranunculus. Jawohl, auch ich stricke einen Ranunculus. Also ich muss jetzt unbedingt auch wissen, wie, was das Tolle an dem ist, warum den alle stricken. Und also es wird kein Sommer-Ranunculus, sondern ein warmer. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll. Also ich bin jetzt da mitten in der Passe, in diesem Strukturmuster. Die ersten Reihen habe ich da schon. Es kommt dann diese Linie. Und dann kommt, glaube ich, ein Lochmuster und dann nochmal dieses da oben. Ja, und also die Anleitung ist toll, muss ich sagen. Auch, dass man auch vorne verkürzte Reihen macht, ist was Neues für mich. Auch dieser Anschlag, weiß ich nicht, ja, das ist ja dieser italienische Anschlag oben. Und ich habe den kleineren Ausschnitt gewählt. Man kann einen großen und einen kleinen und es ist trotzdem nicht so eng. Und der ist schon sehr, sehr fluffig, wie man sieht. Die Maschen werden so groß. Vielleicht liegt das auch an dem Garn. Und es ist wirklich ein sehr, sehr luftiges, aber doch wärmendes Ding, glaube ich. Also nichts für den Sommer. Ich habe mir überlegt, ich habe es auch ausprobiert, ich habe die Maschenprobe auch gemacht mit doppelt gehaltenem Nütiden. Aber das wäre mir zu dick geworden. Also so dicke Sachen brauche ich eigentlich nicht, habe ich. Und selten. Ja, also auch ich mache einen Ranunculus und das ist mein Beginn. Hättet ihr das gedacht? Ich nicht. Ja, ob ich beim Karl mitmache, weiß ich noch nicht, ob ich da Fotos einreiche. Bin wie gesagt nicht so der Typ dafür, aber jetzt stricke ich den mal mit 13, über 13.000 Mal wurde diese Anleitung schon, also Projekte sind angelegt. Of Revelry. Man kann sich vorstellen, ich glaube, diese Frau, die, wie heißt sie, Mirodi Hidose, Entschuldigung, aber ich denke, sie hat ausgesorgt. So oft wie diese Anleitung verkauft wurde, aber trotzdem, alle Ehre, alle Achtung, hat sie toll gemacht und ja, ist auf jeden Fall auch ein lustiges, spannendes Projekt. Und dann habe ich noch eines da in der Mache, was in dieser Tasche wohnt. Und ihr wisst schon, da drin wohnen immer meine Häkelprojekte. Das ist jetzt die Granny Stripes Decke, die ich auch aus den Sockenwollen mache, die etwas grün beinhalten. Das war ja das, was ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Der erste Streifen ist fertig. Und den zweiten Streifen habe ich begonnen. Da ist aber noch nicht so viel. Ja, da ist jetzt mal so viel entstanden. Also das wird gehäkelt und dafür verwende ich meine ganzen grünen Sockenwollreste.
Und ich glaube, ich werde dann ein bisschen einfärbiges Grün auch dazu tun, damit ich auch Wolle verwenden kann, die nicht so viel oder kein Grün beinhaltet. Dann werde ich immer abwechselnd einen grünen Streifen, einen bunten Streifen machen. Dann wirkt sie eigentlich auch so, als wäre sie grün gemustert. Ja, und damit wäre ich am Ende angelangt. Habe ich alles gezeigt, was ich so auf den Nadeln habe. Und hoffentlich auch alles erzählt. Wie gesagt, die zwei... Na, Stränge freuen sich auf ihre neuen Besitzerinnen. Bitte meldet euch bald und schreibt mir eure Adresse und den Farbwunsch in der E-Mail. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Wetter ist schier, es war schon sehr schön. Letzte Woche war ich das erste Mal im Pool am Sonntag, obwohl das Wasser noch sehr kalt war, aber ich glaube, jetzt ist es noch kälter. Wir hatten schon sehr viele Kirschen. Der Kirschbaum ist eigentlich schon abgeräumt und die jetzt noch drauf sind, sind entweder schon überreif oder nicht mehr erreichbar, weil sie so hoch oben sind. Ich habe ganz, ganz viele Kirschen eingekocht und auch Kuchen gemacht und natürlich auch so gegessen. Jetzt habe ich noch Erdbeeren und jetzt kommen auch die Himbeeren, auf die freue ich mich auch schon ganz besonders. Und dann freue ich mich auf die Marillen. Wisst ihr, was Marillen sind? Ich glaube, bei euch nennt man sie Aprikosen. Wir sagen Marillen. Und der Marillenbaum, den haben wir auch selbst gepflanzt vor, jetzt ungefähr 13 Jahren. Und am Anfang hat er schon super getragen. Dann irgendwann einmal hatte dieser Baum so viele Läuse, dass ich habe es übersehen und zu spät bekämpft. Und das hat den Baum sehr geschwächt. Dann hat er, glaube ich, diese Monilia bekommen, so einen Pilz, der die Äste absterben lässt und die Triebe und die Früchte vor allem sich auch nicht entwickeln lässt. Und es waren in den letzten Jahren dann immer ganz, ganz wenig. Teilweise fast gar nichts und dann ein bisschen mehr. Und wir haben immer überlegt, sollen wir ihn umschneiden, den Baum, ja oder nein? Na, geben wir ihm noch eine Chance, warten wir noch auf den nächsten Sommer. Und dann hatten wir von einer Gärtnerei empfohlen bekommen, so natürliche Düngemittel einerseits und andererseits Mittel zum Einstreichen für den Baumstamm, die den Baum kräftigen sollen. Und tatsächlich hat er sich wieder erfangen und er trägt heuer wieder sehr, sehr viele Früchte. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf diese tollen Marillen. Ich schaue nämlich gerade da raus auf den Baum und ja, wenn sie dann soweit sind, werde ich sie euch zeigen. Ja, kosten lassen kann ich euch leider nicht. Aber die sind auch echt toll. Ja, ich hoffe auch ihr habt eine schöne Sommerzeit und genießt die ganzen guten Sachen, die uns Gott gegeben hat, damit wir uns daran erfreuen können. Und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit mit euren Liebsten und viel Strickzeit und ja, könnt den Frühsommer genießen und ich hoffe vor allem ihr in Deutschland, ihr habt heuer wirklich mal einen ordentlichen Sommer, nachdem der letztes Jahr ja so ausgelassen hat. Bei uns war es ein bisschen besser, bei uns war der Juli letztes Jahr noch schön und ja, ich hoffe, er kommt jetzt bald wieder in den nächsten Tagen. Also wir feiern ja am Sonntag jetzt, kommenden Sonntag, den Vatertag. Und da soll es auch wieder schön werden. Ja, und Ferien kommen auch bald. Also ich habe nach dieser Woche, heute ist ja Donnerstag, nur mal 3 Wochen Schule. Wobei die nächste Woche am Donnerstag auch ein Feiertag ist, ja, von Leichnam. Und auch der Freitag bei uns schulautonom frei ist. Das heißt, nächste Woche 3 Tage und dann noch 2x5 Tage und dann sind Sommerferien. Juhu! Ja, also nicht nur die Kinder, auch die Lehrer freuen sich auf die Ferien. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Frühsommer und dann Frühsommer, Spätsommer und was ist dazwischen? Hochsommer, genau. Ihr habt auch eine schöne Sommerzeit insgesamt. Okay, gut, dann bevor ich mich da länger um den heißen Brei herumrede oder nur mehr Blödsinn rede, sage ich wieder Baba!